Hallo, wir sind in München bei HTC und hier haben wir das neue HTC One. Das Gerät war im Vorfeld schon, zumindest was die Spezifikationen angeht, ins Internet gelangt. Es handelt sich tatsächlich um ein 4,7 Zoll großes Smartphone mit einem neuen Design, was so ein bisschen an ein BlackBerry oder ein iPhone erinnert, aber nur ein bisschen. Wenn man nämlich genau hinguckt, gibt es doch einige Unterschiede. Das Gerät hat einen 1,7 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon 600. Das ist eine neue CPU von Qualcomm. HTC ist neben LG so ziemlich der erste Hersteller, der den Chip einsetzt. Der läuft mit 1,7 GHz und das ist ein echter Bolide, denn der macht im Quadrant Benchmark mal eben 12.000 Punkte. Was doch ein sehr ordentlicher Wert für ein Smartphone ist. Es ist ein Quad-Core. Es sind 2 GB RAM an Bord. Hinzu kommen 32 GB Flash-Speicher und ein 4,7 Zoll großes, wie gesagt, Full HD Display. Das ist ein Super LCD 3. Das ist angenehm hell. Auch sehr scharf, denn bei der Pixeldichte von 440, ungefähr ein bisschen mehr als 440 Pixel pro Zoll, kann, glaube ich, das menschliche Auge nicht mehr ganz mithalten und irgendwelche Unterschiede erkennen. Wir gucken mal ganz kurz rum und stellen dabei fest, dass hier vorne eine 2,1 Megapixel Kamera sitzt. In der Mitte befindet sich ein Lautsprechergrill und links davon sitzen eine Benachrichtigungs-LED, das müsste die rechte sein, und das linke ist der Helligkeitssensor. Dann haben wir diesen schönen großen Bildschirm mit einem relativ schmalen Rahmen, kann jetzt noch nicht ganz mit den wirklich schmalsten Rahmen der Industrie mithalten, sage ich mal. Am unteren Ende befindet sich ein weiterer Lautsprecher, der ist Teil einer Sache, die nennt sich Boom Sound. Das Ganze ist sehr, sehr lauter Sound, das sind 93 Dezibel, die da rauskommen. Es ist auch sogar ein bisschen Bass vorhanden, das können wir nachher mal uns noch kurz angucken. Soll lauter sein als das iPhone und klingt auch sehr gut, muss ich sagen. Auf der Front, kurz erwähnt, HTC Sense 5 kommt in einem vereinfachten Design daher. Immer noch natürlich eine eigene Anpassung von HTC von Android. Hier läuft Android 4.1.2 Jelly Bean noch. Sollte aber recht bald ein Update geben auf die 4.2 bzw. 4.2.2. 4.2.2 natürlich. Das Design ist ein bisschen abgespeckt worden. Wirkt nicht mehr ganz so klicki-bunti wie früher. Und hinzu kommt dieser Homescreen. Es ist eigentlich kein Homescreen, sondern es ist ein sogenannter Blinkfeed. Da werden Nachrichten und Updates aus dem Internet, also von Facebook, wie man hier schon sieht, aber eben auch Nachrichten von diversen Quellen. Man kann eigene hinzufügen. HTC pflegt dazu einen eigenen Server und lässt sozusagen ein Feed auf das Gerät runterprasseln. Und ganz unten finden sich dann auch noch Kalender-Updates und ähnliche Sachen. Man hat allerdings weiterhin den typischen Menüleiste unten von Android. Es gibt einen Zurück-Button und einen Home-Button. Den Multitasking-Umschalter hat HTC mal eben gestrichen. Der Aufruf von Google Now erfolgt über das Halten der Home-Taste. Und zwischen verschiedenen Tasks zu wechseln, fällt mir hier gerade ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, wir wollten ja eigentlich lieber um das Gerät rumgucken und machen mal auf der linken Seite weiter. Da haben wir hier oben den Micro-SIM-Port. Unten geht es weiter mit einem Micro-USB-Anschluss und dem Mikrofon. Auf der rechten Seite sitzt ein aus Alu gefertigter Lautstärkeregler und am oberen Rand haben wir noch den Kopfhöreranschluss und den Powerbutton. Der Powerbutton hat eine besondere Eigenschaft, der ist nämlich aus Plastik und durchsichtig. Dahinter sitzt ein Infrarotblaster, damit kann man über das Gerät beliebige Stereoanlagen, Fernseher und alle möglichen anderen Geräte, die sich eben per klassischer Fernbedienung fernsteuern lassen, fernbedienen. Das Ganze funktioniert sehr gut, es gibt eine eigene App dazu, die Programmlisten erstellt und bekommt, sodass man auf dem Telefon im Prinzip nur auf die jeweilige Sendung drücken muss und das Telefon stellt dann auch den passenden Sender automatisch ein. Das Telefon ist 9,3 mm dick, besteht zu größten Teilen aus Aluminium. Was noch zu sagen ist, an der Seite, zu den Seiten hin, wird es wesentlich flacher, geht nämlich auf knappe 4 mm runter oder gute 4 mm runter. Der Akku hat 2300 mAh und dürfte mit dem dicken neuen Snapdragon unter normaler Nutzung hoffentlich den Tag über durchhalten, aber es wird wahrscheinlich schon ein bisschen knapp werden.
Eine Besonderheit dieses Geräts, da legt HTC auch großen Wert drauf, ist nämlich die Ultrapixel-Kamera auf der Rückseite. Die hat zwar nur 4 Megapixel insgesamt, aber die Pixel sind angeblich doppelt so groß wie bei einer 8-Megapixel-Kamera. Die Sensoren sind im Prinzip alle gleich groß, aber HTC lässt sich eben mehr Platz auf diesem Sensor und schafft es so, mehr Licht einzufangen. Dazu kommt eine 2.0-Blende, soll also deutlich bessere Bilder im Dunkeln machen als zum Beispiel ein Galaxy S3. Okay, das ist das HTC One. Wiedersehen.